Yo, herzlich willkommen bei Aslan Sound Studios. Kommt rein. Hi, hier ist Aslan Baba, Frankfurt am Main, 60437. Das ist hier mein Chillraum von meinem dreiräumigen Studio. Hier ist auch Chill und Abdi und hier wird auch abgezockt gedreht, wie ihr seht. Also es heißt, hier ist auch 385 ideal, plus Aslan Sound, plus Aslax. Kommt mit, hier ist der Raum, wo ich produziere. Also hier mache ich die Beats, hier werden die Ärsche zersägt, hier werden die Baba-Texte geschrieben, hier werden die Ghetto-Sounds gemacht oder auch Liebes-Sounds machen wir hier nicht so, aber ab und zu kommt auch sowas. Ja, das ist halt der, wie gesagt, der Produktionsraum. Da hinten sitzt noch ein Freund hier da, der Hallo. Gehört auch zu der Truppe. Dann führe ich euch mal, kommt mal mit, gehen wir mal darüber. Ah, das ist hier, der Kleine hier ist einer meiner Produzenten. Was geht ab? Das ist der A-Man. Der macht auf jeden Fall Baba Beats. So sieht's aus. Hauptproduzenten. Gehen wir hier rein. Ich mache euch mal Licht an. So, da waren wir auf jeden Fall Produktionsraum und hier sind wir bei der Aufnahmestätte. Hier nehmen wir alle auf. Alle, was heißt alle? Ich zähle mal ein bisschen auf, Haftbefehl. Was heißt alle? Ich zähle mal ein bisschen auf, Haftbefehl. Chelo, Abdi, Aslan, dann Chaka, Hannibal. Hier, wie ihr seht, Oleg Sesh. Da haben wir auch das Album, wo in der Mitte auch bald mein Album steht. Also an meine Fans geht das. Album ist fertig, kommt bald. Es war ein bisschen Pause, aber bald gibt es richtige Ghetto-Sound wieder. Hier ist die Booth. Hier nehmen wir alles auf. Hier ist das Mikro. Also wenn du hier drinnen bist, kannst du entweder rappen oder kriegst du Ohrfeigen. Ach, warte mal, hast du da hinten, wenn ihr wollt, schaut euch mal um einfach kurz, was so da liegt hier an Aufnahmeequipment. Und jetzt gehen wir mal hier raus, denn ich will euch das wirkliche Ghetto zeigen. Das ist nämlich meine Hut. Das heißt, willkommen in meiner Hut. Okay, so, hier sind wir nochmal in meiner Produktionsabteilung, wo Aslan Sound, Aslan Baba die Beats macht. Nicht nur für mich, sondern auch, wie ihr wisst, für andere Künstler. Mietwagen-Tape habe ja ich produziert. Jetzt habe ich für E40 was gemacht. Für Maniac habe ich was gemacht, wo ich dann auch drauf sein werde auf sein Album. Dann, für wem habe ich noch? Hannibal. Also für ganze Menge Jungs schon produziert. Dann mache ich euch mal. Am besten nicht so viel babbeln, Taten sind immer die besten, also das Beste, was man machen kann, sind Taten und nicht so viel schwätzen. Also zeigen wir mal einen Aslan Baba Beat. So, das sind alles Beats, es geht ungefähr, da geht noch viel mehr, aber ich mache euch mal hier diesen Blocksound an. Da muss ich nur mal an die Lautstärke kurz dran. Nein, unser kleiner King war hier dran. Jo, also hier haben wir jetzt einen, endlich gefunden, ein Aslan Baba Beat. Gibt euch. Also, Aslan Baba Ghetto Sound. Hier. Yeah. Also meine Beats sind variabel. Ich spiele meistens selber ein, am liebsten. Aber wenn mir was gefällt, tue ich auch mal samplen. Also mache ich auch, wie jeder andere Produzent auch. Hier, Aslan Baba Ghetto Block Sound. Hier.
Wenn du willst, mal so einen kleinen Part, hau ich dir mal rein. Hier. Du erzählst von Knast, ich erzähl von Trauer. AS bedeutet Power, steh vor dir wie eine Mauer. Ich bin so wie Crystal Meth und schicke deine Bitch ins Bett. Das ist ein neues Niveau, was ich mag ist Business Rap. Hier. Okay, dann zeige ich euch mal am besten einen anderen Beat. Müssen wir ja nicht hier hängen bleiben. Das ist auch ein Aslan Soundbeat. Dass ihr mal eine andere Geschwindigkeit hört von mir. Also ich produziere in jede Richtung. Aber auf jeden Fall Hip-Hop. Jawohl. Dann kann ich euch mal ein Sample-Beat auch zeigen, was ich gemacht habe, wo ich gesampelt habe. Das ist auch selber eingespielt alles. Das ist der Sample-Beat. Alles eingespielt, bis auf die Hook, die ist gesampelt. Das hört ihr auch dann selber raus. Also wer Aslan Sound, Aslan Baba Beats haben will, Facebook, Aslan Sound FFM anschreiben. Dann sehen wir weiter. Hier. Orientalisch so, da habe ich die Hook auch so orientalisch geschnitten. Gib dir. So, das war ein kleiner Geschmack von den Beats so, was ihr von mir so bekommen könnt oder was ihr überhaupt von mir so hört. Das ist halt meine Richtung. Wie gesagt, ich spiele lieber gerne ein, wie samplen, aber natürlich sample ich auch, wenn mir was gefällt. Das macht jeder. Ich zeige euch mal jetzt einen Track. Den lasse ich mal ein kurzes Stück laufen. Das ist von meinem Album, was kommen wird jetzt demnächst. Ups, da waren wir. Muss mal suchen halt, weil wie ihr seht, guck mal auf meinen Desktop. Kamera, zeig mal bitte. Ist natürlich viel Zeug drauf, weil Aslan Baba nonstop am Produzieren ist. Deswegen muss ich immer suchen. So, das ist ein Track, was auf jeden Fall im Album drin ist, Leute. Exklusiv, ihr könnt ein Stückchen davon hören. Also macht euch auf was gefasst. Hier scheint die Sonne, oder? Schwarz ist die Nacht, wenn ich komme aus dem Dunkeln. Schwarz meine Handschuhe, die Goldkette funkelt. Schwarz ist mein Hemd, meine Knarre. Schwarz war dein Scheißkoffer, voller Patte. Schwarz ist mein iPhone, ich regel mein Biss. Schwarz ist mein Geld, du machst Geld wie eine Bitch. Ob die Streife in grün oder SEK in schwarz. Alles meine Feinde, fick auf Vaterstaat. Schwarz war die Tinte, das riecht das. Schwarz meine Flinte, ich drücke ab, du weißt, ich bin Killer. Das war's, Digga. Und der Rest kommt auf jeden Fall im Album. Also der Rest ist schon da, nur ihr kriegt das im Album zu hören. Und noch viel mehr. Yeah. Für meine treuen Fans. So, das war's also, was ich hier... normalerweise könnte ich den ganzen Tag euch was zeigen, aber wir machen jetzt mal aus und gehen mal raus in die Hood. Yeah. So, geiles Wetter. Yo. Hier sind wir BGR. Jugendhaus, Jutz. Hier wollte ich euch mal zeigen, was Idole von uns sind, so ein bisschen. Was heißt Idol? Die wir pumpen, die wir mögen auf jeden Fall. Mike Tyson mag ich sehr. Er ist fast so gut wie ich. Dann haben wir hier eine Legende. Wollt ihr raten? Oder soll ich es euch sagen? Tupac. Da seht ihr Tupac. Ich feiere den auf jeden Fall. Wer ihn nicht feiert, lutscht meine Eier. Hier ist Messi. Hier haben wir Messi. Wir haben an alles gedacht. International. Laufen wir weiter. So, kommt mal mit. Weiter.
Das ist hier die Innenseite vom Jutz in Bordermes. Kannst du ja mal zeigen, ein bisschen Graffiti und so hier. Schon verrückte Sachen. Guck mal hier zum Beispiel, wenn du von hier guckst, komm mal hier rüber zu mir. Komm, 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 jetzt dreh dich mal um. Guck mal da rüber. Sieht doch keiner. Ja. Also hier drinnen, da oben auf jeden Fall habe ich auch meine Stadt gedreht. Jeder kennt mich. Ja, ist gelogen oder nicht? Jeder kennt mich. Jetzt weißt du es, jeder kennt dich ja. Da oben habe ich gestanden, hier habe ich das gedreht. Auf jeden Fall. Hier wechseln wir auch alle 3 Wochen, 4 Wochen mal die Graffitis. Bei der Aufnahme war es ein anderer Tag, was hier drauf war. So, jetzt ist das drauf. Lauf mal weiter, jetzt gehen wir in meinen Drop rein. Ben Gurion Ring nennt sich das Ganze. Abgekürzt, wie ich immer sage, BGR. Hier rüber, wenn du willst, hier mal Autografen gehst. Hier gut. Da hinten in der Ecke, das ist eigentlich meine Chill-Ecke, wo ich von den Jüngeren, von den Kindern so weg bin und einfach so schreiben kann mit meinem iPad, auch mal eine Zigarette rauchen kann und nichts anderes. Wie ihr seht, nur Sport. Ich sag doch in einem Lied, AS Baba, 90 Kilo, hart wie Titan, der Türke bombt fatal. Das stimmt auch, also ich bin fit wie Beton, ich kiff nicht, Sport. Wir gehen nachher auch in meinen Laden rein, da zeige ich euch mal meinen Laden. Das geht an euch Kinder, ihr könnt noch so viel Kleingaunereien machen oder besser nicht machen, die Finger davon lassen. Das ist mein Blog hier übrigens. Hier gehen wir rein jetzt in Bonames. Guck mal da, wenn du willst. Ben Gurion Ring. Das ist der Ring hier. Also mein Block. Also hier wohnt Aslan in diesem Viertel. Jetzt schon seit 20 Jahren ungefähr. Ich war leider zwischendurch mal 9 Jahre weg. Aus unerwünschten Gründen, möchte ich jetzt nicht sagen, muss auch nicht jeder wissen. Aber ich wohne schon seit 20 Jahren hier. Hier ist mein Leben, ich liebe diesen Block hier. Ich lebe für den Block, ich rap für den Block, ich rap aus dem Block. Du kannst mal darüber gucken, wenn du willst. Also das ist ein Ring, der geht so rundherum. Du siehst schon, also unsere Mülltonnen sind immer voll, weil wir sind unheimlich viele. Hier. Die viel Müll produzieren, weil wir modern bleiben. Das Alte kommt weg und das Neue kommt. So, einfach mit weiterlaufen, so, das ist mein Viertel. Da möchte ich euch auf jeden Fall etwas zeigen, was mir sehr an meinem Herzen liegt. Das ist ein Fall, was vor circa 4 bis 5 Wochen war. Es wurde auch in den Medien groß verbreitet. Mein Bruder Kibron wurde ermordet hier. Hier in dem Park. Mit 30 Schüssen. Rest in Peace, mein Bruder. Ich denke immer an dich. Du bist in mein Herz für immer. Bis ich meinen letzten Atemzug gebe, bist du immer in mir. Wirst es auch bleiben. Und jetzt möchte ich euch da hinführen, wo wir eine Gedenkstätte, wo das passiert ist, für ihn gemacht haben. Ja. Und somit will ich das für immer in Erinnerung halten. So, der Aslan, wieso hat Aslan überhaupt auch angefangen zu rappen? Aslan rappt eigentlich schon seitdem er 13 ist. Also ich habe angefangen in den S-Bahnen zu rappen. Mein Freund hat Beatbox gemacht, ich habe gerappt. Dann habe ich dieses Rap nicht ernst genommen, habe mehr nicht Gangster-Sachen. Gangster gibt es hier nicht, also sagen wir mal Kleinganov-Sachen, so wie Drogen verkauft, Diebstahl gemacht, also Scheiße gebaut, wo ich jetzt nicht bereue, aber es nicht wieder machen würde, weil sich das nicht lohnt. Habe ich halt das Rappen sein lassen damals. Jetzt seit circa 10 Jahren ungefähr habe ich es wieder aufgenommen, mit Herz und Seele.
Die letzten 2 Jahre habe ich bewusst Pause gemacht, dass die Leute einfach Zeit haben, mal Aslan zu realisieren. Wer ist Aslan? Was rappt Aslan? Das Album ist fertig, wie gesagt. Kommt bald. Lauft mir hier rüber. Sorry. Da zeige ich euch die Bedenken. Erstmal können wir mal Brüder von mir begrüßen. Und zwar war auch der Bruder, der Million heißt er, bei der Schießerei, wo Kipron erschossen worden ist, auch dabei. Der hat auch eine Kugel abbekommen an seine Hüfte. Gott sei Dank hat er es überlebt. Da war noch ein Freund dabei, der heißt Fedai. Mein Bruder, schön, dass ihr es überlebt habt. Er hat auf jeden Fall einen Schuss in die Lunge gehabt, ist vom Tod zurückgekehrt. So wie er auch. Selam Tolga. Das ist so wie ein kleiner Neffe hier vom Block. Das ist der Million. Hey, mein Lieber, alles klar bei dir? Okay, du weißt. Gut. Er war dabei bei der Sache, hat auch einen Schuss abbekommen. Wie geht's gut? Ja, ja, immer besser, danke. Super, cool. Schick dir hier. Ich will mal Kipron zeigen. Brüder von mir, die ich mag auf jeden Fall, die mir am Herzen liegen, so wie Kipron mir sehr am Herzen gelegen hat oder immer noch hier drin ist. Hier ist das passiert auf jeden Fall. Hier haben wir so eine kleine Gedenkstätte gemacht, wo wir an unseren Bruder denken. Es sieht ein bisschen so verwüstet aus. Leute, wir haben in der letzten Zeit so viel Regen gehabt, fast Schnee und dann wieder trocken, wieder Regen. Wir tun unser Bestes damit, dass hier so bleibt, dass wir immer an ihn hier denken können. Hier kommen auch fremde Leute von fremden Städten hierher, denken an ihn, beten an ihn. Und wir sind jetzt hier, ich möchte euch in eine Minute beten, ich mache mein Gebet und dann gehen wir weiter. Mein Bruder drüben Power. Gehen wir weiter. In meinem Block, das ist im Ring, genau in der Mitte sind wir hier. Das ist unser Seespielplatz. Wir laufen weiter Richtung mein Laden. Ich habe mir hier so ein Bermuda-Dreieck aufgebaut. Deswegen habe ich auch in einem Lied gesagt, Bermuda-Dreieck. Erinnert euch mal, welches Lied? Natürlich das Lied, was ich vorhin erwähnt habe. Jeder kennt mich. Und Bermuda-Dreieck kommt auch daher, weil ich mich hier in Bermuda-Dreieck aufgebaut habe. Ja, wie sieht Aslan seinen Alltag aus? Also erstmal sieht er so aus, dass ich morgens aufstehe, wie jeder andere die Zähne putze. Dann haue ich mir ordentlich Protein rein, Proteinpulver. Und bringe meinen Sohn, den Koray, in den Kindergarten. Dann bin ich fit fürs Training erstmal. Mich fertig, also gehe noch rein in die Tasche, fahre ins Training, ist auch die Medizin um die Ecke, 5 Minuten und trainiere, danach mache ich um 12 Uhr meinen Laden auf, bin ungefähr bis 17 Uhr da, dann kommt die Aushilfe, die macht um 19 Uhr zu, in der Zeit gehe ich nach Hause essen und dann ab ins Studio, eigentlich die meiste Zeit. Das heißt, da gehe ich rein um 20 Uhr abends und komme raus um 6 Uhr morgens. Und das schon seit Jahren. Sonst kannst du ja nichts machen. Also, sonst kannst du ja für niemanden produzieren. Du musst ja dranbleiben. Das werdet ihr alle sehen, mit dem Album, was kommt. Auf jeden Fall, ich bin zurück. Und Ärsche werden rasiert. Köpfe werden zerbombt. Wenn du keine Kohle hast hier bei uns, das ist der Jobscout, extra nur für die Jungs aus BGR. Was ist denn da los? Alter? Krass, oder? Krank. Also nur für den Block ist der Laden zuständig. Deswegen ist auch mitten im Block. Wir sind, wie gesagt, mitten im Ring. Das ist echt ein Ring, also der geht so. Und wir sind irgendwo. Aleikum salam, Baba. Aber tosun. Sağ olasın. Ya.
auch ein Bruder vom Block hier, einer von den Jüngeren. Canım benim. Nasıl çocuklar falan? Allah razı olsun. Oh, afiyet olsun. Yo, Homburger Hohl. Diese Bushaltestelle ist hier bei uns. So, also was heißt bei uns? Bei mir nicht. Bei meiner Zeit haben wir noch abgehoben direkt hier in der Mitte am See. Haben uns immer da getroffen. Aber die Jungs jetzt, diese Generation, die sagen wir mal 10 Jahre jünger ist, bei denen ist dieser Treffpunkt, also dieser Platz hier, Homburger Hohl, wenn du das sagst, das ist der Treffpunkt hier, Alter. Hier geht's ab abends. Also das heißt, hier fließt ja, der fließt. Aber nicht, wenn der Baba da ist, sonst fließt was anderes. So. Ein Block. Bring ich euch mal dahin, wo ich essen tue, wenn ich Hunger habe, Alter. Fleisch. Fleisch, Protein. Ich bin ja ein Raubtier, Aslan. Ich brauche viel Fleisch. Jetzt zeige ich euch, wo ich mir das Fleisch hole. Kommt mit. Gute. Ich bin nicht nur hier bekannt oder zu Hause im Block, sondern ganz Frankfurt ist mein Block, mein Viertel, jede Ecke, jede Zentimeter. Egal wo ich bin, bin ich zu Hause und jeder kennt mich. So, jetzt gehen wir Döner essen. Also, hast du Hunger? Ich glaube, ich esse gleich auch was, ja. Ja, so, das ist Urfa. Döner. Eigentlich bekannt gibt es überall, gibt es auch in Köln, Urfa auf jeden Fall, Düsseldorf, Berlin, Hannover, es gibt überall Urfa und es schmeckt gut. Ich schwitze. Bestellen wir erstmal was, oder? West Coast können wir sagen, also West von Frankfurt. Postleitzahl ist hier 60437, Bonames Mitte. Also wie soll ich euch erklären? Hier um die Ecke gleich, sagen wir mal 5 Minuten mit dem Auto, liegt das berühmte Nordi, Nordweststadt. Da kommen die ganzen Jungs wie Hannibal, Solo, Jace, AZ, Azad, mein Bruder. So wie Hannibal, alle anderen sind auch meine Brüder, also gibt es keinen Unterschied. Kenne ich alle schon sehr lange, sehr gute Jungs. Und hier laufen wir eigentlich Richtung weiter in meinen Laden. Wir sind immer noch in meinem Block, Bonames Mitte, wie gesagt. Frankfurt West auf jeden Fall. Und ich hatte euch ja vorhin gesagt, Zirkel, also Bermuda-Dreieck, das habe ich damit gemeint. Hier ist mein Laden. Wenn ich jetzt rechts laufe, wohne ich. Dann laufe ich noch mal rechts hoch. Das ist mein Studio. Bermuda Dreieck. Jetzt gehen wir alle gemeinsam mal über die Straße hier. Da sind schon unsere Kollegen und Helfer. Ries auf jeden Fall. Immerhin wieder ihre Runde, wie Aslan Baba seine Runde macht gerade. Mein Laden, kann man sagen, ein Insider-Shop, wo ihr Sportlernahrung bekommt. Sage ich euch die Adresse nochmal. Das ist in Frankfurt am Main, Bonames Mitte, 60437 Haheimer Weg, Duo 2. Und hier kriegt ihr was? Hier kriegt ihr Sportlernahrung, damit der Arm so aussieht. Oder wenn ihr abnehmen wollt, breiter werden wollt. Hier tue ich euch, eine, wie wenn man ein Auto verbreitet, kann man das hier in dem Shop auch vornehmen mit diesen Produkten, die ich da habe. Und hier seht ihr auch, hier ist mein Logo, Aslan Sound. Das ist ja mein Logo.
Aslan Baba. Und Massiv ist auf jeden Fall ein Bruder von mir, den ich sehr, sehr liebe. Gruß an meinen Bruder auf jeden Fall. Und sein Logo ist wunderschön. Sein Logo ist sein Logo, mein Logo ist mein Logo. Die sagen immer, unser Logo ist eins und dasselbe ist es nicht. Also seins ist ein wunderschönes Logo, ist sein Logo, ein wunderschöner Löwe und das ist mein Löwe. Nicht nur wunderschön, sondern brutal, oder? Gib dir. Jo, also hier sind wir am Ende angekommen von der Tour, langsam. Ist auch ziemlich heiß, 33 Grad. Wir schwitzen alle. Das war ein kleiner Einblick für euch von meiner Welt. Das war noch nicht alles, aber ein Teil davon wenigstens. Ihr könnt euch ein Bild machen. Und ich möchte sagen, dass auf jeden Fall demnächst mein Album kommt. Lasst euch überraschen. Jetzt in der nächsten Zeit kommen schon 2-3 Videos raus. Futures sind gute drauf. Es wird ein gutes Produkt auf jeden Fall. Und noch eine Message an die Jugend. Also lasst die Finger von Drogen. Geht trainieren, macht eure Schule. Das ist das Wichtigste in der Zukunft, nicht das. Also scheißt auf alles andere. Geht in eure Schule, lasst die Finger von Drogen. Geht trainieren, sei es Bodybuilding, sei es Fußball, sei es Tennis, sei es Boxen, egal was. Lenkt euch ab, aber macht keinen Scheiß. Peace, Aslan Baba, Frankfurt am Main. Heute gehe ich auf jeden Fall noch schwimmen, denn das ist der zweite Tag, wo es so richtig heiß ist. Ihr habt Glück, ich habe Glück, wir haben Glück. Es hätte auch anders sein können, Regen. Aber nein, wir haben Sonne. Also genießt den Tag und lasst es krachen auf jeden Fall. Ach, guck mal, da kommt eine Federn. Da will ich euch noch jemanden vorstellen. Das war der Bruder von mir, der den Schuss in die Lunge gekriegt hat, der es überlebt hat. Er war ein guter mein Bruder. Alles klar, Fedder? Alles klar, wie geht's? Gut. Alles klar. Bei dir? Bestes, mein Lieber. Geht's dir gut? Sehr gut, mein Lieber. Alles in Ordnung? Ja. Was war? Das war mein Bruder auf jeden Fall, der vom Tod zurückgekommen ist, wo ich sehr, sehr froh bin. Das ist einer, den ich sehr, sehr liebe. Fedder ist der Cousin von dem Kibron, der verstorben ist, der aber für immer in uns weiterleben tut. Er war, wie viele Tage warst du in der Intensivstation wieder? Die ganze Zeit eigentlich bist du rein, raus. 2-3 Wochen lag er Intensivstation, aber weil wir ihn lieben und Gott ihn liebt, steht er heute hier bei uns. Aslan Son, Bonamese.